heute ist ein besonderes Spiel gegen Stätzling, da ein Teamkamerade aus unserer Mannschaft, Viktor, aus der Ukraine kommt und sogar Familienmitglieder in der Ukraine hat. Und was dort gerade geschieht, ist leider sehr schrecklich und auch sehr grausam. Deshalb spielen wir heute für unseren Teamkameraden Viktor und für den Frieden und für die Leute in der Ukraine. Alles rein. Alles rein. Was sind wir? Alles gut. So, heute gegen Stätzling, also echt kein schlechter Gegner, die sind stark, muss man sagen. Was? Stark, Junge! Money coming gone, let's get straight to it. Been a businessman, it's bigger than music. Eyes on a new building with like 8 units. What's for sale, I might buy it all. Don't wanna put in work, now you just wanna bomb. Got Louis bags with no money in them. Bigger the lie, the harder they fall. Fast route, for me it's always been a cash route. Bad routes, spending money, switching piece of cash out. Always been a stand-up guy, never back down. Curry's on my team and got some Pacquiao's. Went from MIA to LA, on the run like I don't got in the state. Hey, Art, erster Posten! Ja, komm! Oh, super Bobby! Hoch! Ja! Alter Bobby! Stark, Jungs, klasse gespielt, aber Mann! Geht doch mal zum verfickten zweiten Ball! Ich versteh's nicht! Ihr habt es gesehen, ich war ganz schön emotionsgeladen nach dem ersten Tor, nach dem Abpraller-Tor, da mich das einfach super geärgert hat. Da müssen wir immer noch ein Ticken gieriger sein. Aber Jungs haben es super gemacht in der zweiten Halbzeit. Stätzling ist gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Und wir haben natürlich ordentlich Druck gemacht. Dann auch das 1-1 gemacht. Und Leandro hat leider nicht viel zu tun bekommen. Dafür war er dann zur Stelle, wenn er da sein musste. Und haben dann auch zum Schluss 1-1 gespielt. Wir hätten sogar gewinnen können. Wäre verdient gewesen. Dafür gewinnen wir dann im ersten Ligaspiel gegen Kaufbeuren am Samstag. Ich wünsche euch viel Spaß und ein schönes Wochenende. Euer Bobby.